auf der Jagd nach Agent Hask. Jetzt hier wieder willkommen zurück bei Star Wars Battlefront 2 bei dem neuen Planeten auf der Chinook-Station. Das werden wir jetzt gleich uns anschauen. Bin schon gespannt. Und ja, wir sehen es direkt. Ein sehr, sehr lebendiger Planet. Ja, mit solchen richtigen schwebenden, was weiß ich, Etwas-Dingern und mit einem imperialen Kreuzer da vor uns. Ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier mit unserem Gefährten und müssen uns Hask vornehmen. Wer es nicht mehr weiß, Hask war der, der uns am Anfang immer begleitet hat, der Agent, und der dann zum Commander befördert wurde, nachdem wir übergelaufen sind zu den Rebellen. Und jetzt, einige Monate später, wollen wir uns den schnappen, angeblich hier, und da bin ich schon gespannt. Von dem her, schauen wir mal. Und die suchen da mit Suchscheinwerfern. Aber funktioniert ja irgendwie nicht so, ne? Hallöchen. Das sind aber auch einige schwere Kreuzer. Also wenn wir auffallen, dann wird es echt schwer. Weil da so viele imperiale Kreuzer sind. Aber wir fliegen ja bitte, ne? Immerhin. Oh ja, da ist eine kleine Station. Minimal. Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, mein Capo. Da waren sie doch schon. Karl, Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Ja. Star Wars. Kann man das schon mal machen, reisen, ne? Da würde ich auch reisen. Da ist der Landeplatz. Jawohl. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Hoffen wir es. Jetzt sind wir Brei. Naja, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob wir Hask da treffen. Na, schauen wir mal. So. Landung erfolgt. Und dann schauen wir mal, ob wir da so einfach rein und raus kommen. Bin gespannt. Besonders Hask, weil den konnten wir ja nie leiden. Aus den Kommentaren, die ich gelesen habe, könnt ihr den auch nicht leiden. Aber mal schauen. So. So, jetzt geht's los. Wir müssen hochgehen anscheinend. Auf der Hauptebene. Alles klar. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Jawohl, ich merk's. Danke für die Info. Alles klar. Zack. Noch eine Runde. Ich will nicht, dass uns irgendwas entgeht, solange Commander Hask hier ist. Gute Idee. Auf Hallo. Ich darf doch mal kurz eure Waffen deaktivieren, oder? So viel Zeit muss sein. Oh, ein Geschütz haben sie auch schon aufgestellt. Das ist aber freundlich. Und fangen uns direkt hier. Niederhaltungseffekt ist gegeben. Mit unserer kleinen MG. Und schauen wir mal direkt. Wir laden mal kurz das Automatengeschütz, damit wir das hier auch aufstellen können. Dann haben wir etwas unseren Freunden entgegenzusetzen. So, auf geht's. Guten Tag. Offiziere sind bei mir ganz hoch im Kurs. Und Raketenwerfer natürlich auch. So, auf geht's. Eieieiei, du. Saubere Sachen hier. Ah ja, ich sehe ein paar Feindkontakte, so 1, 2 oder auch 3. So Mädels, Shotgun durchladen und Feuer frei. Droide, kümmere dich mal bitte um diesen komischen MG-Typen da, der gefällt mir nie hier. Danke, sehr freundlich. Decken bleiben. So, wie schaut's aus da hinten? Wir gehen in den Boost-Modus hier und geben den jetzt mal so richtig Saures. So. Jawohl, perfekt. Sie haben mehr Waffen als erwartet. Wird nicht einfach zu Hask zu kommen. Da hinten. Ja, Hask. Ne? Hask. Wir werden sehen. Ich habe eine Idee. Wird Ihnen nicht gefallen. Verkleiden als Druiden? Imperiale Sturmtruppler meine ich? Ah, ja. Okay,
Wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Ein bisschen. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Bewegung. Okidoki. Gut. Ja, Vor- und Nachteil bei den Uniformen natürlich. Ja, alle sehen zwar gleich aus, aber man kann es natürlich auch klauen. Den Turm des Aufsehers infiltrieren. Okay, mal schauen. Ja, leicht aufgefahren haben sie ja was. Das weckt Erinnerungen. Aber keine guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Ja. Müsste ganz oben sein. Ja, kümmern wir uns drum. Aber ganz ehrlich, die Station hier, allein der erste Teil hier, der war ja so gut bewacht, ne? Und das war ja gerade mal ein Teil der Plattform, ein Mini-Teil. Und hier, AT-ST, Truppen, Offiziere, riesen Landungsschiffe. Dann haben wir über uns einen imperialen Kreuzer. Und der ist imperial groß, ja, minimal, ne? Und das ist nicht nur der einzige Kreuzer, aber wir haben es ja beim Anflug schon gesehen. Ja, hi, servus. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir Hask hier rausnehmen, den Kollegen. Wie belebt die Station ist. Ja. Ah, das Imperium flieht. Es braucht Ressourcen, hey, und was macht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Alles klar. Ey, was quatscht ihr da rum? Angeblich bröckelt die Lokale. Ja, wir bewundern sie. Okay, weitermachen. Weiter bewundern. Das ist Kommandeur. Schlimm, Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Bibi. Wir sehen uns oben. Alles klar. Der Commander ist oben und bringt alles zu Ende. Der Commander ist oben und bringt alles zu Ende, okay. Hallo, guten Wo Tag. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so eine Falle, jawohl. Wir hatten die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn's nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Alles klar. Gut, und jetzt steht die ganze Station gegen uns, oder was? Heieiei. Hask ergreifen, ja. Ah, der ist da draußen. Oh. Ja, gut. Das sollen wir hoch erobern. Ja, okay, und wie kommen wir jetzt dahin? Da hinten, da unten sind ein paar Jäger. Und jetzt? Oh, oh shit, in Deckung. Eieieiei. Stell das Geschütz auf. Okay, weg hier. Oh. Oh Gott, okay. Oder auch nicht. Wir brauchen das Geschütz wieder. Okay, die wollen Shotgun-Action, dann kriegen sie Shotgun-Action. Wir gehen in den Nahkampf. Macht euch bereit, Kollegen. Boom! Waffen funktionieren nicht mehr, tut mir leid. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. So. Sonst nichts mehr zu sagen. Ja, komm mit. Dell, langsamer. Achso, da geht's lang. Ups, ich dachte schon. Ja, Beeilung, wir müssen jetzt hier raus. Wir haben keine Wahl. So. Was jetzt? Ja, abhauen. Und Hask schnappen, oder? Die Betankung stoppen. Wie soll das gehen? Die Betankung? Wir brauchen Schiffe. Ja, gute Idee. Da sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Okay. Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also da hinten bleibt wachsam. Teiljäger. Commander Hask will sie gefunden haben. Ja, Commander Hask. Den werde ich auch noch wegkommanden. Den Commander Hask. Da unten haben wir ein paar. Wir tun die erstmal schocken, die in unserem Weg sind. Gute Nacht. So, die Frage ist, können wir jetzt hier unentdeckt bleiben oder nicht? Das ist halt die Mission, so ein bisschen. Die macht es auch nicht gerade leicht. Da kommt jetzt einer hoch. Wie schwer der einfach läuft. Richtig peinlich. Wir rüsten mal die Shotgun aus. Für den Fall, dass es sich jetzt umdreht. So. Okay. AT-ST. Wie AT-ST? Oh, shit. Okay, rein da. AT-ST habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid, aber nein. Du kriegst mal eine Schelle und du kriegst auch eine Schelle. Für alle Schellen über. Hallo. So. Hier drin gefällt mir das eigentlich schon besser.
Plan. Ich bereit und Feuer frei. Auf geht's. Oh, ATST. Schau mich ab. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, sag mal, hinter uns direkt ist der nächste, oder wie? So. Gut, gibt's hier irgendwas? Raketenwerfer, das ist gut. E11. E11 weiß ich nicht, ob gut ist, aber ein Raketenwerfer, der ist auf jeden Fall gut. Gegen den ATST zum Beispiel. Oh, hallo. Oder gegen die da. Elektroschock, mach schon. Eieiei, du, das ist ja der Wahnsinn. Diese Station hier, das ist ein Kampf. Alles zu spät ist. So, kurz in den Boost-Bereich gehen. Dann bereit machen. Das Schild aufladen. Und dann raus. So, wo ist der ATST? Hallo, ATST. Jetzt mit dem Raketenwerfer draufballern. Und wieder rein, wieder rein, wieder rein, wieder rein. Oh, aua, aua. Waffen deaktivieren. Besonders wenn wir uns jetzt hier wieder flankieren. Eieiei, du. Das ist gerade echt nicht sehr einfach. Was ist denn die E11 hier? Wir nehmen die mal. Vielleicht hilft die uns weiter. Ja, ich weiß nicht, ob die was bringt. Eher nicht, aber wir gehen mal hier zu dem Ausgang. Da oben ist ein Geschütz. Können wir das für uns benutzen? Das wäre mal nicht schlecht. Mal schauen, vielleicht haben wir hier eine Möglichkeit. Da ist ein halber Teiljäger. Halber Teiljäger, wow. Ernsthaft? Aber wir können das Geschütz benutzen. Aber dazu müssen wir zuerst mal nicht mehr so viel Schaden kriegen. Von dem ATS, die da hinten. Eieiei. Ah, das tut weh, Kollege. Wir versuchen mal da hochzukommen und das Geschütz zu benutzen. Vielleicht geht es ja. Oh, das Geschütz hat nicht lang gemacht. Und wir auch nicht. Die Hälfte. Oder wir kommen mit der Detonitladung näher ran. Eieiei, da. Schilde. Genau, Schilde. Und dann mit der Detonitladung nah ran. Wenn es geht, vielleicht sogar hinten positionieren. Aber der macht halt heftig Flächenschaden. Ah, die fliegt aber nicht sehr weit. Na ja, gut, dann müssen wir näher ran. Nochmal näher. Jetzt haben wir ihn getroffen. Sag mal, Dell, kannst du auch mal was treffen, ey? Das ist der Wahnsinn. Wie wir alles machen müssen. Und der gar nichts. Ah. So, ich habe eine Idee. Schild. Und jetzt die Detonitladung. Auf geht's. Detonit. Jawohl. Sehr gut. Okay. Und jetzt wird's hier kritisch. Bleibt in Deckung, bleibt in Deckung. Teiljäger voraus. Teiljäger. Vielleicht können wir die nehmen. Nachladen. Auf geht's. Schnell zu den Teiljägern. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wie die heben ab. Ernsthaft? Komm schon. Oh, ja, toll. Die Landeplattform räumen. Okay, jetzt müssen wir die hier räumen. Ja, nichts leichter als das hier. Kollege! Du mit deinem blöden MG nervst mich schon den ganzen Tag hier. So. Jetzt müssen wir mal in Deckung hier. Wir gehen am besten hier hinter. Zum Ende der Plattform. Räumen erstmal mit unserem Schild ein bisschen. Im Nahkampf, damit das Schild auch bleibt. Okay, und jetzt? Gehen wir hinter, laden unser Leben auf und halten sie dann fern. So, wo haben wir welche? Da hinten. Adele, du stehst voll im Weg. Ja, Offiziere haben wir auch am Start. Welches Schiff? Das Betankungsschiff? Oder wie? Da hinten sehe ich ein AT-80, das wird ja immer besser. Den Wolkenstadtwagen nehmen. Wo ist der Wolkenstadtwagen, wenn ich fragen darf? Hä? Wo ist denn der? Hallo Wolkenstadtwagen. Ja, sag mir wo. Den Wolkenstadtwagen. Ist es der da? Der wird lustig ausschauen, wenn wir den nehmen. Oh ja. Ist ja cool. Auf geht's, Wolkenstadtwagen. Also ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was Treibstoffraffinerien erreichen. Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Lol, der ist echt geil. Elektrische Gegenmaßnahmen. Nachbrenner und Kühlkörper. Okay. Wir sprengen wir. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Ah, okay. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando,
Ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Wirst du nicht angegriffen? Ja, weil es gestohlen ist. Alles klar, wir werden nicht als Feind entdeckt. Sofern wir nicht feuern. Setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Ist gut. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Okay. So, jetzt können wir die Treibstoffsachen zerstören, aber ab da werden wir dann angegriffen. Alles klar. Kaboom, Nummer 1. Ab sofort werden wir angegriffen. Hinterher macht keine Lieferung. Gute Idee. Boah. Halleluja. Allein ist der Name Wolkenstadtwagen. Das ist wahrscheinlich wieder die deutsche Übersetzung. Genial. Ja, ja. Ja, ja. So, ja. Der Kreuzer hat ein paar Kanülchen. Gegenmaßnahmen. Heieiei. Das ist gefährlich. Boah. Okay. Eieiei. Bisschen Gas geben. Drehen. Und. Oh, warte, der ist schon kaputt. Nochmal drehen. Nochmal drehen. Ja, da ist er. Jawohl. Okay, perfekt. Haben wir alle? Ah, ne, da unten. Oh Gott. Da fliegen wir einfach durch. Und da unten. Feuer, Feuer, Feuer. Gegenmaßnahmen. Boah, die explodieren jetzt hier. Alles klar. Das ist die letzte. Leider ist Haas kurz entwischt. Hask, ja, Hask ist uns entwischt, aber dafür gibt es jetzt leichtes Bum-Bum hier. Oh. Ah, die wollten sich alle das schön auftanken. Und dann passiert sowas. Oh, hallo. Schachmatt. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Triff, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Ja, und wie wir dann auf Sallust weiterverfahren, schauen wir uns im nächsten Video an. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier.